Hey, hey, weiter mit Battle Brothers, wildere Kampagne mit den Dragwald Rangern. Wir verfolgen ein paar Spuren und suchen nach einer Logbox. Ich würde mir den hier unten nochmal anschauen. Das Problem war ja gewesen, dass das auf einem Hügel ist. Wir gucken also mal, was heute so geht. Ich würde mich auch mit einer Militärkarawane anlegen und die Möglichkeit dazu kriegen. Da wäre ich jetzt mal gar nicht so. Hier geht eh gerade so einiges. Na, mal schauen. Davon aus, dass die Gruppe hier ein bisschen zäher ist, gegen die wir kämpfen müssen. Ich würde ungern im Dunkeln kämpfen. Hallo, Spiel? Ich würde gern weitergehen. Danke. Ich würde ungern im Dunkeln kämpfen und mittlerweile ja doch ein paar Fernkämpfer dabei haben. Ein Marksman Some Raiders ist geschenkt für 700. Wir warten trotzdem, bis heller ist. Und dann müssen wir halt hier... Was kam denn da runter? Da kamen noch mehr Gegner auf uns zu. Wir haben einen Armbrustschützen, der jetzt im Offenen steht. Ah, die werden schon noch wieder zupacken. Unsere Backrow ist ziemlich im Arsch. Echt keine Ahnung, was da passiert ist. Also ich weiß schon, was da passiert ist. Ich war ja mit dabei. Aber die Jungs sind ziemlich zertrümmert. Kann ich mal kurz... Nein, auch nicht. So in etwa. Okay. Können wir da runterholen? Das ist nicht verkehrt, aber... Uff, der hat einen Warpick. Na dann. Wer ist das? Okay, ihr schießt alle auf den gegnerischen Schützen. Wenn wir den los sind, ist schon mal nicht verkehrt. Das solle doch reichen. Ja, ich kann sagen, von oben schießen ist immer stark. So, das einzige Problem, was ich hier sehe, ist der Kriegsflegel und der Kerl da hinten mit seiner Stange. Das war nicht schlecht. So, hier geht jetzt das fast schon perfekte Kombination. Wir haben Gegner mit einem Schild ohne Helm. Und dafür dann Kriegsflegel. So, das Schwert... Das Schwert. 56, 56. Dann schlagen wir einfach den, der... Das wäre nicht schlecht. Können wir dann noch angreifen? Ah, schade. Ja, da ging ein bisschen mehr. Wenn wir da zumachen, springt der da hoch und dann haben wir Ärger. Wir müssen trotzdem da weg. Sonst werden wir von oben angegriffen. Wen haben wir hier noch? Einen Speerträger. Da kommt der Billhook. Dafür da, um Äste von Bäumen abzunehmen oder um Leute damit zu köpfen. Yo, das war ein richtiger Javelin gewesen, huh? Also kein Javelin, sondern Harpune heißt das Ding, glaube ich, hier im Spiel, was? Da wirft man nur genau eine von und die macht halt Waffen kaputt. Also Schutzschilde, ich rede heute einen Unsinn. Die macht Schutzschilde kaputt. Haben wir hier irgendeine Auswahlmöglichkeit, dass ich was Sinnvolles machen kann? Der hat ja auch noch, die haben ja Waffen mit dabei, meine Armbrustschützen. Das heißt, wir haben ja Optionen. So, hier lohnt sich wechseln jetzt noch nicht. Da könnte man einen Schritt vormachen, dann kann der gleich wechseln. Wenn er nämlich hier hinkommt und da sitzen bleibt, kann er mit der Armbrust schießen und dann die Waffe wechseln. Sage ich ja, funktioniert auch. Und jetzt nochmal. Schade. Er ist betäubt. Dann springen wir hier rein und gucken mal, dass wir dem vielleicht in die Seite stechen können. Moment. Ich dachte, wir sind schon voll gehisst. Läuft heute nicht. Heute sterben Leute, weil ich unkonzentriert bin. Die sind doch jetzt alle angenommen hier. Das heißt, ihr könnt eigentlich hier mit drauf springen. Schöner Schlag. Jetzt hier durch. Weiter auf den. Weil er schon arg angeknackst war. Okay. Den Rundumschwinger können wir nicht machen. Da treffen wir auf jeden Fall einen von unseren mit, was? Ja, man kann ja nicht alles haben. 79% wäre nett, wenn du den triffst. Gute Sache. Ich kann mich ja fast mittlerweile verlassen auf unseren Bogenschützen, was? Er bleibt hier trotzdem weiter stehen. Soll der Kriegshammermann doch machen, was er will. Einmal nach hier, einmal Armbrust rein. Nicht das, was ich wollte, aber
Das schwer die Gegner ja selten. War kein? Okay, ich schieße ihm einfach ins Gesicht. Ich hätte gedacht, es gibt da einen Interessenskonflikt mit der Position von Engelbert. Aber dem ist wohl nicht so. Keine Betäubung. Aber trotzdem starke Treffer. Mit denen da töten kann es sein, dass wir hier eine Flagge hissen. Oder auch nicht. Das sind sehr Brocken. Da können wir nicht viel machen. Da auch nicht. Kann sein, dass der zu niedrig steht dafür. Wenn hier gerade irgendjemand an den Kerl da dran. Danke. Einmal Flagge hissen und raus hier. Dann gucken wir, wer uns da oben gerade noch entgegengekommen ist. Netter Helm, noch eine Armbrust. Ja, X-Hammer. Mal schauen. 8 Many Raiders. Die sollten wir mitnehmen. In der ersten Reihe jemanden, der diesen Lederhelm braucht. Nein, aber wir benennen den um einfach nur, weil ich es lustig finde. Ja, wenn du unser Tank bleibst, was ich gerade nicht so richtig glaube. Puh, die 4 hier wäre echt nicht verkehrt. Die Stats hier sind nämlich eigentlich ein bisschen zu stramm dafür. Hat wenig Gesundheit, wenig Willenskraft. Ausdauer geht auch gerade so, aber Melee-Def wird nicht verkehrt. 4, 4, 4, überall nichts drauf. Hey. Kolossus hatte ich schon nur 47, achso, weil der. Ja, Exposed Ribs, da soll ich mir nicht so anstellen. Gucken doch nur ein paar leckere Rippchen raus. Die wollen uns angreifen. Okay. Wir haben da oben irgendwo ein Camp, ha? Huh? Oh, sorry, ich war am Trinken. Ich dachte, einer von meinen Leuten wird irgendwann mal drankommen und die würden aufhören, durch die Gegend zu hüpfen. Der steht ja richtig stark. Was haben wir denn an Waffen hier? Ich sehe hier ein Falchio, ich sehe hier 1, 2 Kriegsflegel, 2 Streitkolben ohne Schilder, eine Axt, ein Kurzschwert und eine Warpick wieder. 78, fangen wir mal damit an. Aha, ins Gesicht geschossen. Ist das da? Ja, ist das. Da geht nichts, dann können wir da hochspringen, aber auch nicht unbedingt. Die springen da auf jeden Fall hoch. Keine gute Position hier. Da müssen wir einfach mal den Speer rausfahren und in der Hoffnung leben, dass die Gegner abgewehrt werden, die da hoch wollen. Okay, ja, aber halt mit denen da weiter unter Feuer. Einmal angeschossen. Oh, ich dachte, das wäre drin. Wir müssen hier vorrücken und oder Platz machen. Weil wir können das Feld hier nicht den Gegnern überlassen. So, einmal hoch mit euch. Du bleibst tatsächlich erstmal noch eine Sekunde da sitzen. Wir shieldwallen hier überall mal ganz gemütlich. Okay, ich glaube, so langsam haben wir hier ein bisschen was so tut, als wäre es eine Schlachtordnung. Die versuchen uns zu umfassen hier unten. Nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe, aber hey, das, was wir kriegen. Dann sollen sie mir mal zeigen, was sie vorhaben. Angst haben sie. Sie fürchten sich. Ja, damit hatte ich gerechnet. Bleiben wir weiter auf dem netten Mann da. Der weiß, dass er schon verloren hat. Der bleibt da einfach stehen, der arme Kerl. So, jetzt dürfen wir aber. Die ist einfach so hier mitten in der Gegend rum. 54. Ohne Helm. Da schießen wir nochmal drauf. Nur so zum Spaß. Der wird denselben Quatsch durchziehen wollen. Bringt uns noch nichts. War der da schon dran? Gut, 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 gut. Dann ziehen wir hier oben mal bei. Fangen an, auf dem da rumzustechen. Du springst hier hoch. Aus dem da ordentlich eine drauf.
Aha, fast so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es bis jetzt noch nichts Sinnvolles passiert ist. Ärgerlich alles. Was machen wir hier? Die können da nicht einfach so hoch, die müssen dafür drumherum. Das ist nicht unbedingt die schlechteste Position. Das war gut. Das bringt uns tatsächlich was, ne? Mehr oder weniger. Nur, dass er jetzt halt dann gleich angenommen wird, das wird ein bisschen hässlich. Wen haben wir denn noch hier? Das ist ein sauberer Schuss. 85%. Da kann ich mit leben, gerade so. Der findet die Situation hier sehr cool. Meint, er könnte da gemütlich hochspringen zu uns. Niemand. Guter Treffer für ein Collateral. Ja, da hat er sich den richtigen ausgesucht. Der hat wenigstens eine Rüstung an, die man zerstanzen kann. Gut, schießen. Gratis Waffe wechseln. Und nochmal draufhauen. Dafür haben wir doch unsere Hybrid-Charaktere mit Quick Hands. Uff, eine Position einnehmen von jemandem, der gerade gestorben ist. Bisschen frech, oder? Gut, bisschen in die Seite stechen. Hier nochmal unser Glück versuchen. Ja, die springt da runter zu dem. Hier oben müssen wir mal schauen, was wir da machen. Schöne Sache. Gut, dann fangen wir an, auf dem da rumzuhauen. Wer möchte denn noch von euch mitspielen? 82. Nicht getroffen passiert. Was hatten wir denn? Hält sich in Grenzen, ha? Huh? Wenn unsere Schilde doch auch so gut funktionieren würden. Peaks, Peaks. Gut, das war der Schild. Ein Schwert macht keine gute Arbeit diese Runde. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn so anhand Leuten den Schild wegschlägt, dann werden die schnell wesentlich besser. Mal lustig. Und da. Okay, Flagge, Flagge. Umbringen müssen wir sie ja trotzdem. Bonk. Dann ist das immer noch ein gratis Schuss. Da können wir erstmal nichts machen. Der wird wieder hier hochkommen. Oh nein, der will fliehen. Soll er doch. Gut, dann sind wir hier fertig. Wenn der da gerne flüchten möchte. Es ist vorbei. Schön, noch ein paar Kettenhelme. Die können wir nach hinten durchgeben. Wobei, auch nicht mehr so richtig, sehe ich gerade. Ha. Auch nicht mehr so richtig. Haben wir hier jetzt noch irgendwas, was tatsächlich jemand braucht? Die beiden können wir reparieren. Die geben normal ganz gut Geld. Eine Armbrust. Du hier hast 55. Haben wir noch einen Köcher? Jawohl. Gut, damit wird die Backrow erstmal soweit aufgebaut. Du hast auch 42. Wir haben nur gerade keine Armbrust mehr, glaube ich. Nein, eher nicht. Ich habe noch einen Repmatz. Ich kann nicht den ganzen Schrott hier jetzt reparieren, damit wir ihn verkaufen können. 71. So, wir haben doch hier jetzt noch einen 110er Helm. 105. Der hat aber keine Ausdauer, der Typ. Das liegt aber an seiner Verwundung. Ja. Die zwei Punkte wird er wohl trotzdem haben. Gut, für die Armbrustschützen ist es egal, dass die minus 1 auf Sichtweite kriegen. Wir klettern mal kurz hier hoch, gucken, ob wir was sehen können. Und irgendwo sind die ja gerade gekommen. Du kommst schon, es tut nicht so, als wären wir hier in den Bergen. Ist schrecklich hier gerade. Hier ist dann auch Tal in der Mitte. Nö, die haben hier wohl keinen Camp, was ich so spontan sehen könnte. Ich dachte, die wären von hier irgendwo gekommen. Wir verhungern hier. 48 Provisionen am Tag. Weil das hier alles als super hohe Berge gilt. Wir gehen zurück nach Königshafen und dann schauen wir mal weiter. So ein bisschen Episode haben wir ja noch übrig. Gucken wir mal, ob sich eine Karawane vielleicht durchgemogelt hat. Was habt ihr denn hier Neues für mich? Nein, danke.
Und das hier ist nach Holzschlag, ein Tag nach Norden. Ja, warum denn nicht? 18, das heißt, wir verkaufen. 1, 2, 3. Deckern weg, Deckern weg. Die beiden kommen weg, den benutze ich auch nicht. So viele brauchen wir davon nicht. Gut, so in etwa. Nehmen wir noch ein bisschen Stockfisch mit und nochmal Repmarz, weil warum denn nicht? Und ab nach oben. Upsi, hallo. Wo wollen wir hin? Holzschlag. Gut, wir nehmen alle Karawanen mit, die uns unterwegs begegnen natürlich. Wäre ja unnötig, unsinnig, wenn wir das nicht tun würden. Nett, dass sie herkommen zu uns, da muss ich mir keine Gedanken machen. Armbrüste bereit machen. Ja, ich weiß, es ist dunkel. Ja, ich denke, wir lassen sie einfach aufschlagen. Sollen sie einfach alle herkommen. Nächste Runde können sie dann auf den Schildwall aufschlagen und dann werden sie schon zerhackt. Gut, wir warten mit allen Leuten. Du kannst dich mal wen aussuchen. Das war nix. Gut, 62%. Was willst du hören? Und da sind sie auch schon. Wir ziehen trotzdem als letztes. Die wollen ja hier den Hügel noch einnehmen. Ich kenne sie doch. Yep, da ist er. Und los geht's. War nix. Du markierst den hier. Okay, ich merke schon, wird gut hier. Ja. Der geht auch mit hier ran. Hallo, wer bist du denn? Dich kenne ich nicht. Aha. Na dann, jetzt stecken wir halt schon mittendrin, nicht? Jetzt können wir nicht mehr zurück. Warum wankt der da? 10%. Ja, los. Ah, und nicht gegen den Helm. Ah, der da muss nicht. 16%. Jetzt sind sie aber ruppig hier. Einmal auf den Dates, bitte. Schädel eingeschlagen. Wie sieht denn das hier aus gerade? Da können wir jetzt wenig machen insgesamt. Sind jetzt halt vor uns dran, weil wir die Runde komplett abgewartet haben. So, du wechselst schnell. 58, 17. Dann auf den da, den Arm durchgeschlagen. Wir müssen jetzt auch gar nicht mehr allzu viel tun können. Weil das tut ziemlich weh. Das ist eine robbige Verletzung, die auch lange hält. Ja, da oben steht er halt echt wirklich gut. Ja, dachte ich mir, dass da so ein Quatschball rauskommt. Au! Ein Schritt dichter. Du musst auch ein bisschen dichter kommen dann mittlerweile. 21% ist halt eine gewagte Nummer. Kopf einschlagen. Dann versuchen wir nochmal mit dem Bogenschützen. Der hat ja immer noch, hey, dem sein Ohr ist wieder zusammengewachsen. Doch eine nette Sache. Muss ich mir da erstmal keine Gedanken mehr machen mit dem abgerissenen Ohrläppchen. Hat er nicht noch eine Verletzung gehabt, die dann auch jetzt weg ist? Sieht wieder einigermaßen stabil aus, der Kerl. Gut, so viel dazu. Dann bitte nicht den Kopf treffen, schade. Weil die Rüstung ist halt schon kaputt. Der Helm aber nicht. Der Streitkolbenmann. Betäubungsschläge kosten alle richtig viel Ausdauer. Kann man nicht einfach so rausgeben. Schildspezialisierung, in dem sein Schild gerade nicht kaputt gegangen ist. Sehr interessant. Gut, viel kann nicht gefehlt haben, wenn Speerstoß den Schild kaputt gemacht hat. Dann weiter nach Norden. Wir kriegen hier so dermaßen viel Ärger. Hier kommt gleich irgendwie die erste Kompanie runter oder sowas. Balduran. Okay, der möchte mit mir 25 Kronen.
Verdammt. Jetzt muss ich ja langsam gewinnen, sonst machen wir Minus. Okay, einmal noch. Gut. Wir sind wieder neutral. Wir haben zweimal verloren, zweimal gewonnen. Handelskarawane. Eine von unseren. So, hier nach rechts muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Einmal durchs gute alte Weidtal durch. Mal schnell rein. Ich werde von Unholden belästigt. Natürlich, wovon auch sonst. Wenn es nicht Unholde sind. Alles teuer hier. Das ist günstig. Essen ist günstig hier. Weiterfahren. Holzschlag. Ich würde vielleicht mal nach einer Militärkarawane gucken, aber hier kommt ja keine in die Richtung. Wenn, dann fahren die ja... Nee, kommt gar nicht. Die fährt ja dann hier oben in dem Land durch die Gegend bei denen. Und ich glaube nicht, dass wir da irgendwas Spannendes finden. Wir können uns mal kurz in die Richtung da oben umschauen. Warum ist denn hier alles so teuer an Handelswaren? Ich glaube nicht, dass wir spontan eine Militärkarawane auftreiben können. Unser aktueller Hund hat keine Rüstung, nein? Nein. Na gut, dann kaufen wir eine Rüstung. Und noch ein Hund reicht erstmal. So, du kriegst die Rüstung an. Und der andere Hund kostet die Ausdauer. Nein. Bekommen sie rein, holt den anderen Hund. Wie sieht es denn hier kaufkrafttechnisch aus? Schlecht. Dann wohl weiter. Ich suche nach irgendwas Coolem. Viele Handelskarawanen. Barbaren. Many Thralls, a few Warhounds. Gegen eine Trading-Karawane aus Holzschlag. 9. Few Warhounds sind 2 bis 3. Das heißt, das sind 6 Thralls. Das kriegen wir schon hin. Okay, wo ist denn die Karawane genau, wenn hier einfach so ein Barbar aus dem Wald gehüpft kommt? Der hat einfach ein paar Wurfäxte gezogen. Die scheinen irgendwo beschäftigt zu sein. Gut, nehmen wir halt, wer zu uns kommen will, nicht? Um an den dran zu kommen, reicht es nicht, einen Schritt zurück und einen Schritt hoch zu gehen, weil dann schießt man genauso weit wie vorher. Naja, wir machen trotzdem einen kleinen Ausfall hier vorne. Ich wüsste ja gern, was hier los ist. Aber jetzt dann schon komplett umzingelt, einfach mal so. Und zapp, in die Hand geschossen. Ja, der muss ja seine Bärenpranke am Stock wieder ziehen. Macht natürlich Sinn. Der Quick Hands. Er hat gerade gewechselt und zweimal angegriffen. Interessant, interessant. Ich mag Barbaren nicht besonders als Gegner. Das sind schwere Gegner, die meistens keinen Loot haben, der sich lohnt. Weil die nur so Barbarenschrott dabei haben. Na gut, dann müssen wir wohl scouten gehen. Da unten ist ein Hund. Das heißt, die Karawane kämpft unter uns, ja? Mal schauen, ob wir überhaupt ankommen und noch Ausdauer haben. Da ist die Karawane. Wie kamen denn dann die Barbaren hier so dicht dran an uns? Na, steckt mir nicht drin. Wir gucken uns die Sachen mal an. Die scheinen auf jeden Fall kein Interesse daran zu haben, dichter an uns dran zu kommen. Blö. Die Zahl da muss runtergehen, nicht die da. 7 gegen 25, sehr tapfer, die Jungs. Kann immer noch nichts sehen. Nicht besser geworden. Okay. Ist der Rest von den Barbaren und von der Karawane kämpft woanders? Wilder Split hier. Ich habe echt keine Ahnung, was hier los ist.
Aber das wird sich schon noch auflösen gleich. Spätestens sobald die alle anderen abgeschlachtet haben, kommen die ja hier in unsere Richtung und wir sind dann bereit. Haben dann hier unseren Schildwall bereits stehen. Dann passt das. Warte mal, ein Bannerträger so weit da hinten. Hä? Ich habe ja gerade gehört, wie Esel Schaden genommen haben. Haben die noch woanders Teil von der Karawane stehen? Oder sind das hier zwei Karawanen? Einer von den Barbaren ist gestorben. Gut, ein Hund weniger. Uff, der hat mir das Ohr abgebissen. Da kämpft der Rest der Kompanie. Willkommen! Habt keine Angst vor dem Dunkel. Wir sind bald da. Die lassen sich sogar zurückfallen. Gute Sache. Da kriegen wir zwar nichts für, aber Hunde sind eh nicht bekannt für ihren guten Loot. Wo wird denn jetzt hier noch gekämpft? Wir ziehen einfach mal alle zusammen. Verteidigungshaltung hier für den Wagen. Ich wüsste halt trotzdem gern, wo hier gerade noch gekämpft wird. Okay, da ist tatsächlich noch mehr Karawanenkram. Interessant. Ich wüsste nicht, dass ich so einen Split schon mal gesehen habe. Aber es waren doch keine zwei Karawanen, oder? Es war nur die eine Karawane. Na, stellt sich ja gleich raus. Ich hoffe, irgendjemanden freut, dass wir geholfen haben. Wäre fast schon sinnvoll, die Hunde loszulassen. Einfach nur, damit ich mal sehe, wo die Gegner überhaupt sind. Die Karawanenjungs scheinen auf jeden Fall schwer Mut gefasst zu haben. Weil wir die eine kleine Gruppe hier unten kaputt gemacht haben. 3, 2, 1. Da bleibt nicht viel übrig für uns. Ich soll da überhaupt noch hingehen müssen. Die sollen das mal ohne mich fertig machen. Einer noch. Der wird wahrscheinlich rennen wollen. Wenn ich die Thralls so kenne. Was kriegen wir denn Feines? Hey, 37 Gold, 4 Repmats, eine Bärenpranke. Warum denn nicht? Gut. Wenn ich eine Militärkarawane wäre. Ach, Jadeberg ist da drüben. Kenne ich gar nicht. Fahre nochmal vorbei. Vielleicht gibt es ja noch was zu sehen. Das sind auch hässliche Hügel hier. Kommando zurück. Wir gehen nicht nach Jadeberg, weil wir können jetzt nicht gegen einen Barbarian Chosen kämpfen. Kommt hier eine Miliz raus oder so ein Quatsch? Die haben hier keinen Milizturm, soweit ich das sehen kann. Eisenwacht. Hier könnte doch irgendwo eine Militärkarawane unterwegs sein. Wir haben gerade das Geld und die Sachen, um uns ein bisschen umgucken zu können. 13 Briganten, Thugs und Poachers. Hey! Hi! Es schneit hier oben, was? Wir haben einen Hügel, das heißt, wir rücken gleich alle mal einen Schritt vor. Ja, müssen wir eh, damit wir die Jungs jetzt annehmen können. Au! Rottelige Schleuderschützen. Dann können wir den Bogenschützen oben auf den Berg stellen. Auf den Hügel. Und dann passt das schon. Das sind viele explodiert haarige Dudes hier. Ja, scheiß drauf. Wir machen keinen Speerball. Wir gehen ran. Außer da oben vielleicht. So, wer ist denn hier unstabil? Okay, ihr dürft auch treffen. Wir wollen ja hier schließlich Leute töten. Warten, bis wir alle eins vorgerückt sind, damit er jemanden pieksen kann. Dann wird das schon. Die tun gerade nur so, als wären das viele. Gleich, wenn wir erstmal einen Schädel eingeschlagen haben. So, paff. Merken die ganz schnell, dass das hier keine besonders gute Idee war. Reicht so leider nicht.
Habe ich auch nicht wirklich Lust drauf. Schön. Ich weiß, das war der Hang für den Bogenschützen. Da, wenn die gleich herkommen, die ganzen Penner, ist das besser, wenn wir eine Stangenwaffe da oben drauf stehen haben. Keine Reitkolben-Spezialisierung gekriegt. Ich dachte, ich könnte mich daran erinnern, dass wir das jemandem gemacht hätten. Schöner Treffer. Ungepanzerte Bogenschützen, da passiert das. Okay, jetzt ziehen die alle wieder ab, soweit sie können. Sehr interessant. Dann müssen wir sie jetzt halt bedrängen, nicht? Ordentlich draufhauen, dann haben die schon gleich keine Lust mehr. Der hat noch eine 5. Das heißt, der müsste auch jemand angreifen können, oder? Ist das eine 6? Schade. Ich bin da schon zu sehr Polar Mastery gewöhnt. Ey, endlich trifft er mal wen. Gut, die haben ja schon alle gerade gar keine Lust mehr. Au, au. Einmal da hochschneiden, bitte. Dann kommt unser Tank von der Flanke ran. Ja, müssen wir jetzt überhaupt noch irgendwen... Die waren gerade alle schrecklich demotiviert. Mal da hoch. Der Bogenschütze, da bleibt potenziell noch stehen. Würde ich aber jetzt nicht unterschreiben. Die gehen auch so manchmal gerne einfach. Schade. Schon wesentlich besser. Uff. Jetzt haben sie alle gar keinen Bock mehr, ja? Dann müssen wir ein paar gute Positionen einnehmen. Damit die Gegner gleich nicht alle flitzen gehen können. So, was haben wir denn hier Feines? Nix anscheinend. Schlagen einfach nur alle Leute tot. Gesicht geschossen. Schöne Sache. Nein, wir vernichten die alle. Alter, hat er ihm den Schädel eingeschlagen. Ja, das ist doch nett. 186 Gold. Ein bisschen Gerümpel. Ich suche doch immer noch nach einer Militärkarawane im besten Fall. Er läuft hier entlang. Den Barbaren. Ich habe keine Lust, den hinterher zu laufen. Also die Edelwald-Kompanie ist mir da vielleicht doch ein bisschen groß. 11 Leute mit Armbrustschützen und Speerträgern und Footman vorne. Sind wir vielleicht doch ein bisschen viele. Ich denke, es wird Zeit, wieder zurück nach Süden zu gehen. Das ist jetzt Norden, ich weiß. Ich wollte nur mal gucken, ob es was zu gucken gibt. Leider keine frischen Fußspuren, heißt, wurden keine Karawanen losgeschickt. Blöd, blöd. Da sind Fußspuren. Das muss eine Karawane sein, sonst würde nämlich niemand hier runterlaufen aus der Richtung. Die wollten wohl nach Katzenburg und sind leider auch schon angekommen. Das sind viele Witch Hunter. Ulfart. Kann ich hier meine Sachen lassen? Die sind auf jeden Fall relativ günstig. Was haben wir hier? 14. Nein, hier können wir unsere Sachen wohl leider nicht lassen. Eine Karawane. Arme Kerle. Haben sie wirklich nicht verdient, aber was soll man machen? Ich bin jung und brauche das Geld. Wir schauen, was wir nächste Episode machen. Ich würde tatsächlich vielleicht nochmal in Richtung Wüste gehen, aber wir sind jetzt auch schon bald bei Tag 40 und dann ist die Wüste ranzig. Und dann bekommen die Gegner alle Ausweichen und machen keinen Spaß mehr. Dann sind die doof. Okay. Das sind alle.
Dann haben die Jungs mal ein bisschen Angst, was? Wenn die denn zu der Fraktion gehören, die Angst kriegen. Ja, da auf jeden Fall. Das dachte ich mir. Das war nicht so clever, aber wir gucken mal. Bernhard wird schon einfach so sterben. Wäre ja noch schöner. Gute Sache. Okay, unser Banner noch. Kannst nichts mehr tun. Dann hauen wir drauf. Die hauen hoffentlich nicht allzu sehr drauf, sonst kriegen wir gleich ein Problem. Ah gut, der da ist tot. Ich hätte gedacht, die anderen müssen vielleicht nochmal würfeln, wenn einer von deren Kumpels stirbt. Das haben die ja wohl anders gesehen. Läuft bis jetzt gar nicht schlecht für die Kompanie, hier muss ich doch sagen. Ich hatte es mir bis jetzt wesentlich schlimmer vorgestellt. Wir haben bis jetzt nur einen Toten zu beklagen. Also ich habe jemanden vergessen. Aber ich hoffe nicht. Wir haben mittlerweile die Armbrustschützen und die Backrow gut aufstocken können. Läuft doch bis jetzt eigentlich ganz gut. Ich weiß nie, ob ihr das mit den Karawanen okay findet oder irgendwie ein bisschen eine schräge Strategie, weil ich finde die vor allen Dingen Early Game ist es sehr gemütlich, einfach ein paar Karawanen abzufarmen. Ich weiß, die Städte unten, in denen wir dann leben, haben dann jetzt rein theoretisch erstmal schlechteren Loot, wenn die Karawanen nicht ankommen. Aber was willst du machen? Vor allen Dingen können wir uns den Loot ja jetzt gerade sowieso noch nicht leisten. Die ganzen Schwerter für 10.000 Gold. Ich glaube, wir haben letzte Kampagne was ein oder zwei Gegenstände überhaupt nur gekauft, weil die so schweineteuer sind. Also von den Legendären meine ich. Und jetzt im Early Game ist das total egal. Weil da habe ich auf keinen Fall genug Geld, um eine legendäre Waffe kaufen zu können. Oha, hat sogar wen getroffen. Ab mit dem Kopf. Die 130er sind, glaube ich, nicht verkehrt, was? Gut, die zwei Schilder können von mir aus gerne hier bleiben. 130, 140, aber schwer. Das sind 110er. Engelbert hat eh noch einen komischen Helm an. Na gut. Aber sie sind gleich. 130 minus 7, 140 minus 9, ja, macht keinen großen Unterschied. Der muss gut gepanzert sein. Dann geben wir das hier auf unseren Bannerträger weiter, der dann mittlerweile auch Rally the Troops lernen kann. Ding, 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 und schon haben wir unsere Ambition wieder erfüllt. Da ist er noch ein bisschen verschwendet, aber naja. Ambition erfüllt. Engelbert, was geht bei dir noch? 2 da, 3 da, nicht schlecht. Das da lassen wir so stehen. 80 Punkte Gesundheit, geht der Rest in Ausdauer. Du brauchst noch Pathfinder. Na dann, ich sage, gehen wir so weit wie möglich wieder zurück und machen dann Feierabend für die Episode. Wobei, wir können eigentlich auch hier schon Schluss machen. Wo kommt ihr denn her? Ach so, aus Holzschlag. Ich glaube nicht, dass hier sonst noch eine Karawane an uns vorbeigekommen ist. Wir warten, bis die Ambition durch ist und dann machen wir Schluss für heute. Wir kommen wirklich nicht schlecht voran. Die Kompanie levelt. Wir bekommen Ausrüstung, auch wenn es nicht unbedingt die beste ist. Wunderbar. Carsten ist jetzt Carsten, der Sergeant. Er hat seine schicke blaue Scherbe gekriegt. Wo ist er? Plus 10 Willenskraft. Läuft bei uns. Gut, dann fahren wir noch bis nach Weittal. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Like und Abonnieren nicht vergessen, Kanalmitglied werden und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.